Willkommen, meine Damen und Herren, in Ludwigsburg, Sport Extra, heute live mit dem Besten, was die rhythmische Sportgymnastik zu bieten hat. Und dafür gibt es einen Begriff, das Masters hier in Ludwigsburg. Es ist die komplette Weltelite am Start. Zum mittlerweile achten Mal findet diese Veranstaltung hier statt, das Gymnastik Masters. Und es ist das vierte in einer Reihe von sieben internationalen Grand Prix Turnieren. Und es ist die letzte Standortbestimmung auf dem Weg zu den Europameisterschaften Ende Mai in Budapest. Und ich freue mich, dass wir vom SWR eine sympathische Expertin haben gewinnen können, Magdalena Pszczeska. Hallo, herzlich willkommen. Dein Rücktritt ist jetzt gut ein Jahr her. Kannst du noch mal schnell erklären, warum du die Karriere beendet hast? Ich habe eine Arthrose am Fuß gehabt. Und zwar, ich hatte solche Schmerzen, dass ich leider nicht mehr trainieren konnte. Sonst natürlich die nächsten Olympischen Spiele hätte ich schon noch mitgenommen. Und wenn du das hier siehst, diese ganze Atmosphäre, kribbelt es dann nicht wieder? Ist das ein bisschen Wehmut dabei? Klar schon. Also ich vermisse es schon. Und ich würde so gerne einen Rücktritt erklären. Aber leider geht es nicht mehr. Ich habe gerade gesagt, das ist ein toll besetztes Turnier, ein gut besetztes. Wie würdest du den Stellenwert dieses Masters einordnen? Ja, also ich denke, für die Gymnastin ist es natürlich was ganz Spezielles, weil die hier ein bisschen Geld verdienen können, was in dieser Sportart leider nicht üblich ist. Und ja, also die besten Gymnastinnen sind dabei, die kämpfen um das Preisgeld. Und also das ist die Weltelite, die es im Moment gibt. Wir freuen uns drauf und du wirst uns jedes der vier Geräte in einem kurzen Clip vorstellen, die Spezialitäten, die Schwierigkeiten. Anschließend gibt es dann die sportliche Entscheidung mit dem Reporter, mit Andreas Spellig, und wir beginnen mit dem Seil. War auch nicht gerade unbedingt mein Lieblingsgerät, und zwar weil man da sehr viel springen muss und der Seil ständig in Bewegung bleiben muss. Im ersten Venus-Finale des Tages treffen gleich die beiden derzeit wohl weltbesten Sportgymnastinnen aufeinander, Jelena Witritschenko, die amtierende Mehrkampf-Weltmeisterin, und ihre große, 7 Jahre jüngere Konkurrentin aus Russland, Alina Kabaeva. Jelena Witritschenko, schon seit vielen, vielen Jahren dabei, sehr elegant, 1,66 Meter groß und auch Weltmeister mit diesem Handgerät, mit dem Seil. Perfekte Symbiose von langsamen und schnellen Elementen. Schien nicht nachvollziehbar, was sie mit dem Seil alles anstellen kann. Es müssen ja verschiedene Sprünge in der Kür drin sein, verschiedene Hüpfserien, verschiedene Arten von isolierten Sprüngen, das alles mit Seil, und dann auch Sprünge mit Doppeldurchschlag. Aber mittlerweile sehen wir viel, viel kompliziertere Elemente in der Weltspitze. Und mal schauen, ob sie an die erreichbare Höchstnote von 10,0 herankommen wird. Eine mit Höchstschwierigkeiten gespickte Kür der Weltmeisterin. Es gibt übrigens zwei Kampfgerichte. Eins ist für die A-Note zuständig, für den technischen Wert und den künstlerischen Wert. Und das B-Kampfgericht vergibt die Wertung für die Ausführung. Und nun gleich ihre große Konkurrentin Alina Kabaeva. Alina Kabaeva tritt jetzt. Und da haben wir die junge Russin, die einen ganz anderen Stil verkörpert als ihre ukrainische Konkurrentin Jelena Witritschenko. 15 Jahre jung, und sie ist die Europameisterin. Auch sie 10,0 im eigentlichen Wettkampf der besten 8, und die besten 2 bestreiten dann ja noch einmal das Winners Final. Das kennen Sie auch vom Turnen, vom DTB-Pokal. Sofort zu erkennen, dieser komplett andere Stil, viel schwungvoller, viel spritziger, dynamischer, aber vielleicht nicht ganz so elegant wie Jelena Witritschenko.
ein unbekümmerter junger Wirbelwind. In diesem Jahr übrigens deutsche Mannschaftsmeisterin mit dem TV Wattenscheid. Sie ist gebürtige Usbekin, kommt aus Taschkent, lebt und trainiert aber in Moskau. Siegerehrung quasi im Kleinen und gewonnen hat die elegantere, die reifere Turnerin. Das ist Jelena Witrychenko. So, das ist der Ball. Und Ball war eigentlich immer mein Angstgerät. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er so rund ist und am schnellsten wegrollen kann. Nach zwei Handgeräten kann man schon sagen, es läuft auf einen Zweikampf hier im Ludwigsburger Forum hinaus. Jelena Witrychenko, die Mehrkampf-Weltmeisterin, und Alina Kabaeva, die Europameisterin. Und zwei völlig verschiedene Stile. Ein sehr eleganter, tänzerischer Stil bei dieser 22-jährigen jungen Dame aus der Ukraine. Und dann das komplette Gegenteil bei der 15-jährigen Russin. Sehr ausdrucksstarke Übung der Weltmeisterin. Und gleich bekommen wir mehr Akrobatik, mehr Dramatik und vor allen Dingen mehr Rasanz zu sehen bei ihrer Konkurrentin. Mit ihrem Beitrag im Winners Final mit dem Ball. Aber nun darf sie wirklich ran. Als Nächste, als Zweite in diesem Wettbewerb, im Finale. Sie hat fast turnerische Elemente in ihrer Kür. Die 15-jährige Schülerin. Fünf verschiedene Anforderungen gibt es übrigens bei diesem Handgerät Ball. Verschiedene Arten von Würfen, verschiedene Arten von Prellen, verschiedene Arten von freiem Rollen, verschiedene Arten von Schwingen, Kreisen und Balancieren und drei unterschiedliche Gleichgewichtselemente. Schon fast turnerischen Elemente. Voraussetzung ist, dass keine Haltmomente mehr da drin sind. Dann darf man auch turnerische Elemente verwenden. Unglaublich spektakulär mit viel Tempo. Alina Kabaeva, die Europameisterin und große Konkurrentin von Jelena Witrychenko. Hier noch einmal dieses unglaublich spektakuläre Verbindungsteil. Mit unglaublicher Sicherheit
beherrscht sie den Ball und verliert ihn nicht. Das würde massive Punktabzüge geben. Liebe Zuschauer, es ist ein unglaublich spannendes Winners-Finale hier mit dem Handgerät Ball. Und es hat Alina Kabajewa gewonnen mit 10,0 Punkten der Höchstwertung. Allerdings hat auch Elena Witritschenko 10,0 bekommen. In dem Fall entschieden die Teilwertungen und die sprachen dann für die junge Russin, die in allen Bereichen die Höchstnote erhielt. Also Siegerin Alina Kabajewa mit 10,0. Ja, zwei Geräte haben wir gesehen, meine Damen und Herren, aber das ist ja nur der sozusagen öffentliche Teil der Arbeit, die diese jungen Damen hier vollbringen. Es gibt hinter der Bühne einen sogenannten Aufwärmraum, da wird sich konzentriert, da wird gedehnt, da wird sich gestreckt und dorthin hat sich Magdalena aufgemacht. Schalten wir mal runter und fragen, was ist da im Moment los, Magda? Ja, Michael, hier stehen noch ein paar Gymnasten mit dem Band, unter anderem die deutsche Meisterin Edita Schaufler und ansonsten ist noch die Nationalmannschaft da. Und für so eine kleine Fläche ist es wirklich ziemlich viel los hier. Und es ist schon nicht einmal passiert, dass da ab und zu mal eine Gymnastin eine Keule abgekriegt hat. Das ist mir eigentlich auch schon ein paar Mal passiert. Und also ich beneide dich hier nicht. Ansonsten nutzen die Gymnastinnen die Zeit hier natürlich, um sich so gut wie möglich vorzubereiten. Die letzten Tipps von den Trainerinnen. Und ansonsten natürlich brauchen die viel, viel Konzentration vor der Übung. Und deswegen verschwinde ich jetzt auch ganz schnell hier und damit zurück zu dir. Die brauchen nämlich die Zeit hier, um sich zu konzentrieren. Ja, danke schön. Und Sie sehen, es ist ganz schön gefährlich, auch hinter der Bühne. So, die Entscheidung bei den besten acht mit dem Band steht bevor. Live runter zu Andreas Spellich. Zuvor aber noch der Clip mit Magdalena. Das ist das Band und das ist 6 Meter lang und es fällt einem natürlich nicht sehr schwer, sich da drin zu verknoten. Aber für die Zuschauer ist es am schönsten anzugucken. Zum letzten Mal. Da hat die Magda natürlich absolut recht mit ihrer Aussage. Vielleicht noch ein Zusatz. Das Band ist 4 bis 6 cm breit und der Stab ist 50 bis 60 cm lang und besteht aus Holz. Und wir sind mitten im Finale mit dem Band bei der Teilnehmerin Nummer 5. Die kommt aus der Ukraine, Tamara Erofejeva. Und als kleine Anmerkung für Sie, die besten 8 haben sich gestern im Qualifikationswettkampf hier qualifizieren können. 124 Teilnehmerinnen, 124 Übungen hat man gestern gesehen. Die besten 8 pro Handgerät dann im Finale und die besten 2 daraus bestreiten dann das Winnersfinale. Und wir haben ja schon die beiden derzeit besten Gymnastinnen Kabajewa und Witritschenko gesehen mit Seil und Ball. Vielleicht etwas ungeschickt von der Ukrainerin, hier vor einem schwarzen Hintergrund ein schwarzes Seil auszuwählen. Das kommt natürlich dann nicht ganz so gut, auch für die Kampfrichterinnen schwer zu erkennen. Die Gymnastinnen selber können ja die Farbe des Bandes bestimmen. Das ist eine dieser Höchstschwierigkeiten. Das Band wird geworfen und die Gymnastin macht dann Durchschläge oder hier Rollen, 2 Rollen hintereinander. Schon sehr schwer, extrem schwer wäre es, wenn sie 3 Rollen hintereinander machen würde. Tamara Erofejeva. Eine glänzende Darbietung von Tamara Erofejeva. Sehr ausdrucksstark. Dieses Gerät, das Band, ist absolut ihre Stärke. Schlangen, Spiralen, verschiedene Arten von Würfen und Pirouetten müssen bei der Bandvorführung gezeigt werden.
und verschiedene Arten von Lösen und Fassen. 9,966 die Wertung von Tamara Eofejeva. Vorne liegen Julia Raskina aus Weißrussland und, wen wundert's, Elena Witwitschenko. Aber vielleicht hat ja jetzt die deutsche Teilnehmerin eine Chance, ins Finale zu kommen, ins Winnersfinale, Editha Schaufler aus Bochum. In allen vier Finals ist sie dabei, konnte sich gestern qualifizieren. Sie, die amtierende deutsche Mehrkampfmeisterin und auch deutsche Meisterin mit drei Handgeräten. Sehr rasante Musik, Sie kennen sie noch von der Fußball-Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Frankreich. Ja, dass diese Pirouetten sie zählt ja mittlerweile zur Weltspitze. Bei den Weltmeisterschaften in Berlin belegte sie Rang 9, war damit sogar besser als Magdalena Pszczeska und gilt auch als Magdas legitime Nachfolgerin. Die deutsche Meisterin Editha Schaufler ist übrigens in Frunze in Kirgisien geboren, lebt aber schon seit vielen, vielen Jahren in Bochum und trainiert bei der Bundestrainerin Livia Medilanski. Die ja bekanntlich für den deutschen Mannschaftsmeister TV Wattenscheid startet. Balis mit ihrer... Ja, doch, sehr perfekt. 9,916, da hat sie ganz knapp das Winnersfinale verpasst. Aber Sie sehen, die Wertung, die ist alle Ehren wert. Knapp unter der 10,0. Und ein vierter Platz wäre ja schon sehr beachtlich. Und dafür gibt es natürlich auch schon ein paar Mark, zum Glück. Denn die Gymnastik ist ja eine Sportart, wo sonst nicht sehr viel Geld zu verdienen ist. Die Siegerin bekommt 2.200 Mark, die zweit- und drittplatzierte 1.700 bzw. 1.300. Und dann geht es stapelweise herunter. Nun kommen wir zur polnischen Meisterin, Anna Brandenbura. Sie ist 18 Jahre jung und logischerweise die Nummer 1 in ihrem Heimatland. Das Schlimmste, was einer Sportgymnastin passieren kann, ist das Verlieren des Handgeräts. Dafür gibt es dann Punktabzüge zwischen 0,1 und 0,5 Punkte. Aber das wollen wir wirklich keiner Teilnehmerin in diesem hochkarätigen Weltklasse-Finale wünschen, sondern wir wollen perfekte Vorführungen sehen, wie jetzt von Anna Brandenbura. Eine Minute 30 darf eine Kürübung übrigens nur lang sein. Darüber hinaus gäbe es Punktabzug. Gestern wurde sie 18. Ja, und Sie haben es gerade vom Hallensprecher gehört. Feierte gestern Geburtstag, ist volljährig geworden, 18 Jahre.
mit dem Band Agnieszka Brandenburger aus zum Glück Polen. Hat sie das Handgerät nicht verloren. 9,841. Dennoch nicht 9, ganz vorne dabei, 9,841. Das bedeutet Position 6. Und nun die letzte Teilnehmerin in diesem Finale mit dem Band. Sie kommt aus Israel, hat aber einen russischen Namen, Svetlana Tukajew. Das heißt, sie ist ausgewandert. Und Israel zählt ja zu den europäischen Nationen, zumindest bei internationalen Wettkämpfen. Aber das hier ein Grand Prix-Turnier mit Teilnehmerinnen auch aus den USA und asiatischen Ländern. Nur gleich ein kleiner Fehler zu Beginn. Farbig ist im Gegensatz zu dem Band von Tamara Erofejewa. In der Grand Prix-Rangliste nimmt Svetlana Tukajew Rang 15 ein. Das Vordringen in das Finale hier in Ludwigsburg für sie also schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Aber die ganz großen Schwierigkeitselemente, liebe Zuschauer, haben in dieser Kürvorführung doch gefehlt. Hier noch einmal eine schöne Zeit mit dem Studio. Aber das Winnersfinale werden zwei wirklich herausragende Athletinnen bestreiten. Jelena Witrychenko, die wir schon zweimal sehen konnten im Winnersfinale. Und die Weißrussin, Julia Raskina. Punkte. Und das bedeutet Position Rang 5. Und bevor wir zum Winnersfinale kommen, geht es nochmal hoch zu unseren beiden Fachleuten. Michael Antwerpes und Magdalena Pszeska. Sie ist die Frau Andreas und sie hat aufmerksam zugeschaut. Magdalena, Leistung von Edita Schaufler, war das ansehnlich? Natürlich. Also ich denke mal, ich habe sie das letzte Mal vor einem Jahr gesehen. Also der Schritt nach vorne hat sie auf jeden Fall gemacht. Wenn wir dich schon mal hier haben, wollen wir ein bisschen über dich reden, über deine aktuelle Situation. Was machst du, wenn du nicht gerade am SWR-Mikrofon stehst? Also ich trainiere noch ab und zu mal und ich mache viele Showauftritte. Ansonsten, also immer verschiedene Sachen, irgendwelche Fotoaufnahmen oder, also wirklich, ich bin immer praktisch unterwegs, immer irgendwas anderes habe ich zu tun. Und ansonsten, ich vorbereite gerade, ich plane gerade eine Show zusammen mit ehemaligen Gymnastinnen, die jetzt nicht mehr turnen, das so wie Katja Serebrenska, die Olympiasiegerin, oder Olga Gonta, die schon vor 3 Jahren aufgehört hat. Wir planen zusammen eine große Show zu machen, sowas in der Art vielleicht wie Holiday on Ice oder so. Prima. Wir geben ganz schnell live runter, denn das Winners Final, glaube ich, steht bevor, Andreas, oder? So ist es, Michael. Wir kommen zum Winners Finale mit dem Reifen. Und diese junge Dame, liebe Zuschauer, die muss ich Ihnen nun wirklich nicht mehr vorstellen. Jelena Witrychenko, die nicht nur in allen 4 Finals dabei ist oder war, sondern auch in allen 4 Winners Finals. Und das spricht nun wirklich für die außerordentliche Klasse der 22 Jahre jungen Ukrainerin. Thank you.
auch hier, wie schon beim Seil oder Band, die Pirouetten. Und das ein absolutes Risikoelement, was natürlich dann auch zusätzliche Gutpunkte bekommt. Sehr originelle Vorführung von Jelena Witritschenko. Sehr elegant, ich kann mich da nur wiederholen. Und ohne sie jetzt beeinflussen zu wollen, mir persönlich gefällt diese Art der rhythmischen Sportgymnastik doch am besten. Hier nochmal schön dieses sehr schwierige Element zu sehen, ein Eigenentwurf. Und auch wenn die Wertung eigentlich noch nicht bekannt gegeben wird, um die Spannung für die Zuschauer hier im Forum zu erhöhen, liebe Zuschauer, kann ich Ihnen die Wertung schon mal sagen. Von Jelena Witritschenko 9,950. Nun aber ihre Konkurrentin im Finale. Und sie kommt aus Weißrussland. Es ist Julia Raskin. Es macht Spaß, hier zuzuschauen. Julia Raskina aus Weißrussland. Sie verkörpert wieder den jüngeren Stil. 17 Jahre ist sie jung, kommt aus Minsk und war in Berlin bei den Weltmeisterschaften 1997 Silbermedaillengewinnerin, allerdings mit der Mannschaft. Ihr gehört aber die Zukunft. Beim Grand Prix in Thiers hat sie den ersten Platz belegt mit Seil und Ball und auch inoffiziell im Mehrkampf. Und es gibt ja neben diesem Grand Prix-Turnier hier in Ludwigsburg noch ein weiteres in Deutschland, nämlich am 28. und 29. August in Bochum der DTB-Pokal. 9,950, das war die Wertung von Jelena Witritschenko. Und jetzt sind wir gespannt auf die Wertung von Julia Raskina links. Wer hat gewonnen? Es ist... Ja, die Kampfrichterinnen lassen sich noch ein bisschen Zeit. Und wer hat jetzt gewonnen? Es ist die junge Dame zur Linken. Julia Raskina, 9,966, das heißt gerade 16 Hundertstel Punkte vor Jelena Witritschenko, wollte ich sagen, aber da haben wir eine falsche Anzeige bei uns auf dem Monitor, liebe Zuschauer, das kann vorkommen. Es hat also Jelena Witritschenko gewonnen, nicht Julia Raskina. Julia Raskina! Und damit hat sich doch die Eleganz, die reifere Frau durchgesetzt, was, um mich zu wiederholen, mich persönlich sehr freut. Die Herren für die Siegerehrung stehen längst parat. Wir begrüßen Dr. Klaus Kasper, den Vorsitzenden Michael, des Vorstandes du bist wieder dran. Ja, zum Glück müssen wir uns nicht auf Monitore verlassen, sondern auf leibhaftige Personen. Eta Schaufler ist hier, herzlich willkommen. Sind Sie mit der Leistung heute zufrieden?
Ja, das war ein durchaus guter Wettkampf für mich und insgesamt bin ich zufrieden. Klar gab es noch ein paar kleine Wackler, aber die sind noch zu verbessern. Wie erklärt sich eigentlich, das müssen wir den Zuschauern mal erklären, der Rückstand auf die Osteuropäerinnen? Seit Jahren sind die dominierend. Wieso kommt man hier nicht daran? Na, sie trainieren auch sicherlich ein paar Stunden mehr als wir, weil wir haben auch noch Schule und andere Verpflichtungen, die vielleicht russische Athletinnen nicht so ernst nehmen wie wir. Und für mich ist auch Bildung eine sehr große und wichtige Sache. Mein Abschluss, ich gehe jetzt in die 12. Klasse und das ist sehr wichtig für mich. Ich kann meine Schule nicht so vernachlässigen. Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, dann sind Anfang Mai die deutschen Meisterschaften, aber wichtig die Weltmeisterschaften. Anfang Oktober in Osaka in Japan, da wird sie auch qualifiziert für die Olympischen Spiele. Ist das Ihr großes Ziel und ist es erreichbar? Das ist mein großes Ziel, ja, sicherlich. Und das, ich denke, dass es auch erreichbar ist, weil wir trainieren jetzt darauf, dass wir zwei Gymnasten nach Sydney schicken können. Und dafür müssen wir uns unter die ersten 5 Mannschaften qualifizieren. Dann dürfen also 2 Gymnasten nach Sydney fahren. Prima. Wir wünschen Ihnen viel Glück dafür und vielen Dank für den Besuch. Und vielen Dank, Herr Dieter Schaufler. Meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen in den Übertragungen bislang, in den Geräten. Da haben sich 2 verschiedene Spielarten herauskristallisiert. Die jugendliche, unbekümmerte Kabajewa gegen die Reife mit 22 Jahren, sei das erlaubt. Witrichenko und Magdalena, wir sollten uns vielleicht mal anschauen, wo die Unterschiede liegen. Du könntest das mal ein bisschen verdeutlichen. Wir haben Witrichenko mit dem Seil, glaube ich, vorliegen. Und da schauen wir einfach mal rein und du sagst ein paar Sätze dazu. Ja, das ist auf jeden Fall, wie der Andreas eigentlich schon gesagt hat, elegantere Gymnastin, die sehr viel Stil reinbringt und sehr sauber turnt. Man kann jedes Teil deutlich erkennen, was sie macht und sie macht das wirklich perfekt. Also man sieht alles, gestreckte Füße, gestreckte Knie und ja, sehr ausdrucksstark und ist schon seit Jahren dabei, hat sich einen Namen gemacht und ich denke, es ist schwer für eine andere Gymnastin, sie jetzt vom Thron zu stoßen. Mhm. Wobei, also wie gesagt, die Kabajewa schon sehr gut ist. Und für eine sehr junge Gymnastin, die seit einem Jahr dabei ist, da reinzukommen und auf einmal alles zu gewinnen, das ist sehr außergewöhnlich. Und das hat noch keine andere Gymnastin vor ihr geschafft. Was gefällt dir denn besser, dieses Ausdrucksstarke oder sagst du, mich fasziniert auch, wie biegsam diese Kabajewa ist? Also faszinierend schon. Ich denke, da sind auch andere Gymnastinnen sehr fasziniert von ihr, weil das doch sehr außergewöhnlich ist. Also die Biegsamkeit, die Beweglichkeit ist schon sehr, sehr, sehr extrem und das ist eigentlich schon zirkusreif. Schauen wir uns das doch mal an. Kabajewa haben wir auch da. Oder? Oder? Ja doch, also man sieht hier, man denkt, sie hat keine Knochen. Und sie ist auch sehr, sehr schnell, im Gegensatz zu Elena Witrichenko. Und die macht ihre Teile halt extrem, extrem schnell. Und man kann nicht so genau erkennen, was sie eigentlich macht, weil das geht alles so schnell, da kann man gar nicht hingucken und schon ist die irgendwie aus der Fläche raus. 15 Jahre alt ist die junge Dame. Wann beginnt man eigentlich eine Karriere als rhythmische Sportgymnastin? Wann hast du beispielsweise begonnen? Also normalerweise beginnt man mit 5, 6 Jahren. Also ich habe auch mein erstes Training habe ich mit 6 Jahren gemacht. Und ja, mit 14 Jahren darf man dann internationale Wettkämpfe touren, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Aber normalerweise mit 6 Jahren kommt man dann zur rhythmischen Sportgymnastik. Ist denn dieser Trend hin zur Kindfrau, also immer jünger zu werden im Leistungssport, ist der irgendwie aufzuhalten? Wird diese Grenze 14 Jahre, wird die hoffentlich bleiben? Also ich hoffe, dass sie bleibt, weil für mich persönlich sind auch reifere Gymnastinnen besser anzuschauen. Es sieht einfach schöner aus, reifer und ein bisschen weibliche Formen haben die dann die 20-, 22-Jährigen. Bei den 14-Jährigen sieht das alles noch, also wie gesagt, man sagt auch immer, die sind sehr, sehr schlank. Was eigentlich normal ist, wenn man mit 12 Jahren oder 13 Jahren so viel trainiert, dann muss man einfach schlank bleiben, hat man keine andere Wahl. Du hast eben erzählt, dass du auch jetzt abseits vom Sportlichen eine Karriere hast. Models, du bist für Fototermine da. Genießt du dieses Rampenlicht? Ja, sagen wir so, ich vermisse Gymnastik schon sehr. Also ich genieße die Zeit, die ich jetzt habe, schon noch, klar, aber doch, das fehlt mir, auf der Matte zu stehen, dieses Kribbelgefühl im Bauch und die Angst immer und wenn man dann schön geturnt hat, dann ist man auch froh, wenn man was erreicht hat.
Und ja, jetzt fehlt mir das schon noch, aber ich genieße die Zeit. Ich habe jetzt viel, viel mehr Zeit für mich und es ist nicht so, dass ich gar nicht mehr turne. Und nun hast du vielleicht ein anderes Kribbelgefühl im Bauch, nämlich wenn du im Fußballstadion sitzt. Du bist zusammen mit Peter Peschel, dem Profifußballer vom VfL Bochum. Gehst du mit ins Stadion? Ja, ich gehe ab und zu mal mit ins Stadion, wenn ich in Wattenscheid bin. Dann gehe ich natürlich hin. Ansonsten gucke ich es mir immer im Fernsehen an. Die spielen, glaube ich, jetzt gerade. Gegen den VfB Stuttgart genau, heute. Genau. Und ist das eigentlich eine günstige Konstellation, wenn sich zwei Leistungssportler zusammentun? Hat man da vielleicht mehr Verständnis füreinander? Ja, wobei er sehr, sehr schwer ist. Also er ist immer unterwegs, der hat jeden Tag Training natürlich und ist am Wochenende immer weg. Und ich bin auch meistens unterwegs, also wir sehen uns nicht so oft. Aber man hat Verständnis dafür. Also ich habe selber 20 Jahre Leistungssport gemacht, ich habe natürlich Verständnis dafür. Und er versucht auch Verständnis dafür zu haben, dass ich so oft unterwegs bin. Natürlich wäre es schöner, wenn einer von uns irgendwie immer auf Ort und Stelle wäre. Aber naja, so kommt man auch zurecht. Es hat nun einige Sportlerinnen gegeben, Katharina Witt, Tanja Schewtschenko, die haben gesagt, Mensch, der Playboy hat gefragt, wir sind attraktiv, das machen wir. Nun hört man immer, dass bei dir die Anfragen sich auch häufen auf dem Tisch. A, stimmt das? Und B, würdest du das auch mal überlegen? Ja, es stimmt schon. Also Anfragen sind da, aber bis jetzt habe ich mich eigentlich nicht getraut. Ich weiß nicht, ich habe im Prinzip eigentlich gar nichts dagegen, aber ich warte noch ein bisschen. Ich muss sagen, ich denke noch ein bisschen an die jungen Gymnastinnen, die mich doch als Vorbild haben. Und wenn ich auf denen ihrer Stelle wäre, würde ich vielleicht das nicht so gut finden, wenn sich eine ältere Kollegin vielleicht auf einen Playboy auszieht. Also wenn mich die kleinere Gymnastin nicht mehr erkennen, so in 2-3 Jahren, dann vielleicht, weiß ich noch nicht. Also meine Herren, Sie müssen sich noch ein wenig gedulden. Lass uns noch ein bisschen sprechen über dein Zukunftsprojekt, diese Art Holiday on Ice für Gymnastinnen. Wie realistisch ist denn dies, dass dies zustande kommt? Also ich denke mal, wir sind schon gut dabei. Wir suchen im Moment noch Sponsoren, die ein bisschen Geld noch reinbringen. Wir wollen erstmal klein anfangen und hoffen darauf, dass sich das irgendwie weiterentwickelt, dass es wirklich dann eine große Show wird. Ich muss sagen, in Amerika ist das Interesse sehr, sehr stark an rhythmischer Sportgymnastik, sowie auch an Kunsttouren und wir hoffen, dass wir da anfangen können. Prima. Jetzt nochmal auf diese Veranstaltung hier zurückzukommen. Wir haben wirklich, glaube ich, Top-Sport gesehen und es kommt ja auch noch mehr. Das Winners Final gleich am Band. Hält die Veranstaltung, was sie verspricht, in deinen Augen? Also schon. Ich war, wie gesagt, seit 1-2 Jahren nicht mehr bei internationalen Wettkämpfen dabei. Und ich finde das hier, vor allem in dem Forum, wo wir auf der Bühne, oder wie sagt ihr schon, die Gymnasten auf der Bühne turnen, finde ich das sehr, sehr schön für die Zuschauer. Und also die Leistung von den Gymnasten ist absolut super. Und wir hoffen, es geht so weiter, denn das Winners Final am Band steht bevor. Live runter zu Andreas Spellig. Vielen Dank, Michael. Das sind ja interessante Gesprächsthemen, die ihr da oben habt. Und das lässt einen ja schon hoffen auf die nächsten Jahre. Die Magda ist ja immer noch etwas aktiv, turnt unter anderem auch beim DTB-Pokal bzw. bei der DTB-Gala, die zum Jahresende immer durchgeführt wird. Und das ist schon so eine kleine Vorstufe von dem, was sie sich vorstellt. Eine Tournee mit Gymnastinnen und vielleicht auch Turnern und Balletttänzern. Wir sind also im Finale mit dem Band. Julia Raskina aus Weißrussland. Und vielleicht kann sie sich jetzt ja revanchieren für ihre knappe Niederlage mit dem Reifen. Entscheidender Fehler. Das passiert natürlich mit diesem Handgerät unglaublich schnell, dass sich das Band verheddert. Und jetzt, aufgepasst. Das hat geklappt. Auch wenn Sie mal genau auf die Körperspannung achten,
da gibt es dann doch auch wieder Unterschiede zu sehen zwischen der Julia und letztendlich dann der Jelena, die bis ins Extremste durchgestreckt ist, die natürlich auch aufgrund ihrer Größe wirkt. Julia Raskina weiß ob ihres Fehlers, ist aber dennoch zufrieden. Zwei Finalteilnahmen hier in Ludwigsburg, das kann sich durchaus sehen lassen. Warten nämlich auf das, was die letzte Turnerin hier im Forum in Ludwigsburg beim diesjährigen Master. Ihr buntes Band wirkt natürlich vor diesem Hintergrund sehr schön, viel besser. Und das werden wir dann auch nochmal erleben bei der überragenden Gymnastin dieses Gymnastikmasters in Ludwigsburg, Jelena Vitritschenko aus der Ukraine. Die Kniemanschette übrigens nur zum Schutz, das ist nichts Schlimmes, sonst könnte sie auch gar nicht diese tollen Vorführungen hier zeigen. Wunderschöne Bandzeichnung von Jelena. Und wenn die Magda gesagt hat, die jungen Gymnastinnen sind so dünn und haben eine gute Figur, also das trifft nun wirklich auf Jelena zu, obwohl sie 5 bis 6 Jahre älter ist als ihre nachrückende Konkurrenz. Ja, was will man da groß abziehen? Ich hätte es schwer als Kampfrichter bzw. Kampfrichterin, weil in der Jury sitzen natürlich nur Frauen, wie sich für diese Frauensportart gehört. Julia Raskina bekam 10,0 Punkte, hat nur ein Zehntel abgezogen bekommen und das war die Streichnote von einer Wettkämpferin bzw. Kampfrichterin aus der Ukraine. Wen wundert es, wo Jelena Vitritschenko doch aus der Ukraine kommt und die Wertung für Jelena Vitritschenko ebenfalls 10,0. Allerdings hat sie ein Zehntel Abzug bekommen von der Russin. Also Punktgleichheit hier in diesem Finale, zweimal 10,0. Aber die Gesamtsiegerin ist aufgrund des Vorwettkämpfes Jelena Vitritschenko. Und damit hoch zu Michael. Ja, Magdalena, ich glaube, wir haben eine würdige Gesamtsiegerin gesehen. Vitritschenko ist die Beste heute. Ja, also für mich auf jeden Fall. Das kann man natürlich, ja, jeder auf seine Sicht, aus seiner Sicht sehen, weil das doch verschiedene Typen sind und mir gefällt Vitritschenko besser. Okay, vielen Dank, Magda, dass du hier warst. Hat mir Spaß gemacht. Wiederholen wir hoffentlich mal. Das war's aus dem Forum.